Als letzter Redner in dieser Aussprache hat Arthur Auernhammer für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Mintrop, lieber Klaus, danke für das Lob nach Bayern. Es kann nicht genug sein. Da gibt es keine Obergrenze für das Lob in Bayern. Also immer weiter so machen. Ich hoffe, das wird auch in der nächsten Legislaturperiode so weitergehen. Wir diskutieren heute über den sozialen Wohnungsbau. Und es ist bereits vielfältig schon angeklungen worden, wo sind eigentlich die Ursachen von Wohnungsmangel, von zu wenig Wohnungen gerade in den Ballungsräumen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Trend, dass alle Menschen in die großen Städte, in die Ballungsräume ziehen wollen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist die Ursache? Deswegen, weil wir an der Attraktivität unserer ländlichen Räume stärker arbeiten müssen, damit die Menschen im ländlichen Raum zu Hause bleiben, damit sie dort ihre Wohnungen weiterhin nutzen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der sozialste Wohnungsbau ist der Wohnungsbau, der Wohnungseigentum schafft. Das ist die sozialste Form von Wohnungseigentum, weil das auch ein Stück weit Altersversorgung für die Bevölkerung, für die Menschen ist. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wichtig, den sozialen Wohnungsbau weiter voranzubringen. Aber es ist auch wichtig, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen Wohneigentum schaffen können. Jetzt haben wir natürlich in letzter Zeit eine Entwicklung auf den Immobilienmärkten, die alles andere, ich sage mal, als gesund ist. Gerade in den Ballungsräumen haben wir Preissteigerungen erlebt, die ein normaler, verdienender Mensch sich nicht mehr leisten kann. Das wissen wir. Da brauchen wir Lösungen, da müssen wir ansetzen. Und deshalb ist meine Sorge, was ich in letzter Zeit bemerkt habe, dass gerade die Bauwirtschaft volle Auftragsbücher hat, einen Arbeitskräftemangel hat. Die Bauwirtschaft müssen wir eigentlich wieder mehr mobilisieren, die Bauwirtschaft müssen wir mehr unterstützen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen jungen Menschen interessanter, wieder Polier am Bau zu lernen, als ein Abitur und ein Studium zu machen. Wir brauchen wieder mehr Handwerker statt Mundwerker, auch in der Bauwirtschaft, meine Damen und Herren. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch bereits angesprochen worden, das Thema Bauland, ja, wie komme ich am Bauland ran? Wie komme ich an die Flächen ran? Wir wissen, dass gerade in den Ballungsräumen die Preise derart gestiegen sind, dass sie nicht mehr bezahlbar sind. Wir wissen aber auch, wir haben aufgrund des demografischen Wandels und aufgrund des Einwanderungslandes Maßnahmen gemacht, damit wir auch Baulanderweiterungen machen können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich teile nicht die Auffassung, dass die von uns beschlossene Mietpreisbremse dazu beiträgt, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Vielleicht wäre es sinnvoller, auch die wirtschaftlichen Kräfte hier stärker wirken zu lassen und den Wohnungsbau in der breiten Fläche besser zu nutzen. Und da haben auch eine Schlüsselfunktion unsere Genossenschaften. Unsere Wohnungsgenossenschaften ist eigentlich ein Idealbild dessen, wie man Wohnungsflächen, wie man Wohnungen bauen kann. Hier durch die Beteiligung aller, ich sage jetzt einmal ausnahmsweise hier an diesem Rednerpult, Genossinnen und Genossen, dass man Wohnungseigentum schafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute schon leidenschaftlich debattiert, dieses Bauthema. Aber ich möchte zum Schluss dieser Legislaturperiode noch ein paar Worte verlieren, weil es der letzte Tagesordnungspunkt des Umwelt- und Bauausschusses ist. Möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken für die leidenschaftliche und manchmal auch kontroverse Diskussion, aber immer zielorientiert. Vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit. Wir hatten ja bereits in der letzten Ausschusssitzung unsere Vorsitzenden und unsere Kollegen verabschiedet. Aber deshalb möchte ich auch hier an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank sagen bei den Menschen,
die dafür sorgen, dass unsere Arbeit funktioniert. Das ist unser Ausschusssekretariat, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, das ist auch hier im Saal die Assistenz, sind auch unsere Stenografen. Einen herzlichen Dank allen Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Und ich hoffe und wünsche, wenn wir jetzt alle in eine Sommerpause gehen, die keine Pause ist, sondern ein vom Wahlkampf bestimmter Sommer, dass wir dann auch dazu beitragen, dass wir im nächsten Bundestag, im 19. Bundestag wieder im Sinne der Umwelt, im Sinne der Bauwirtschaft miteinander leidenschaftlich diskutieren können, miteinander für die beste Lösung für unser Land suchen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen alles Gute. Ich schließe die